Seid gegrüßt, liebe YouTuber, es ist wieder mal soweit Zeit für ein neues Video-Update und dieses Mal habe ich ein Follow-up zum letzten Video, in dem es darum ging, wie man 10.000 Euro jetzt am besten anlegen könnte. Und natürlich ist die Frage, was tun, wenn man diese 10.000 Euro nicht hat? Was tun, wenn man nicht viel Geld auf der Seite hat, aber trotzdem anfangen möchte zu sparen oder sich zumindest überlegt? Und ich habe deswegen beim Titel dieses Videos bewusst besonders tief gegriffen, mit 50 Euro ein Vermögen aufbauen. Vielleicht klingt das für euch ein bisschen catchy, ein bisschen nach Clickbaiting, wie soll das funktionieren, mit 50 Euro ein Vermögen aufbauen. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist kein Clickbaiting, ihr könnt das wirklich machen. Und zwar vor allem aus einem Grund, ihr auf YouTube, ihr habt einen großen Vorteil, zumindest denke ich mal die meisten von euch oder viele von euch gegenüber allen anderen, und der ist, ihr seid jung. Ja, wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich uralt für euch, für die meisten von euch. Ich bin 43, ich würde sagen, ich bin so mittelalt. Die meisten von euch dürften jünger sein. Und ihr habt durch dieses junge Alter einen unschätzbar großen Vorteil bei der Geldanlage. Und diesen Vorteil dürft ihr auf keinen Fall ungenutzt lassen. Und ich erkläre ich mal jetzt anhand eines Zinsrechners, den ein Kollege von mir für mich rausgesucht hat, den genauen Link dieses Rechners, wo ihr den Rechner findet im Web, den würde ich euch unten in die Beschreibung reinpacken. Es geht im Prinzip darum, dass man mit diesem Zinsrechner ausrechnen kann, wie viel Kapital aus einer bestimmten Anlage wird, wenn man die immer wieder anlegt, zum Beispiel im Rahmen eines Sparplans. Und ich habe jetzt hier mal eingegeben, dass man ein Anfangskapital von nur 50 Euro hat und dann eine monatliche Sparrate von 50 Euro. Und dass sich das mit 8% per anno verzinst. Ich denke, das ist realistisch für eine Anlage auf Aktien auf lange Zeit gerechnet. Ich denke auch schon, dass da die Steuer bereits rausgerechnet ist, und dann habe ich mal ausgerechnet, was eigentlich aus diesen 50 Euro monatlich angelegt, Monat für Monat investiert, nach 30 Jahren geworden ist. Ihr seid vielleicht 20 oder 25 oder 30 Jahre, das heißt, ihr habt locker 30 Jahre Zeit, um anzulegen bis zur Rente, wahrscheinlich weit mehr bis zur Rente, bis dahin wird das Rentenalter wahrscheinlich noch höher sein, wenn sich der jetzige Trend fortsetzt. Und es werden dann aus diesen 50 Euro immerhin eine Summe von 75.561 Euro, wenn ihr das 30 Jahre lang macht. Ich finde, das ist eine sehr ordentliche Summe. Natürlich muss man berücksichtigen, dass diese 75.000 Euro in 30 Jahren deutlich weniger Kaufkraft haben würden als jetzt. Und natürlich ist es jetzt auch keine Riesensumme, wo ihr jetzt vielleicht begeistert seid oder sagt, wow, das ist ja der Hammer. Aber mir geht es auch um was anderes. Es geht mir darum, was passiert, wenn wir hier in den Zinsrechner statt 30 Jahren 40 Jahre eingeben. Und nur kurz geschaut, ob mein Mikro an ist, das passt so weit, dass ich hier nicht umsonst erzähle. Also wenn ihr das Ganze, wenn wir alles gleich lassen und das 40 Jahre lang machen, dann ergibt sich am Ende eine Summe von 176.927 Euro. Das heißt, das ist eigentlich das Spannende und das Frappierende durch den Zinseszinseffekt. Wir haben bei 30 Jahren eine Summe von 75.000 Euro, und wenn wir quasi ein Drittel länger investieren, also wenn wir 40 Jahre statt 30 Jahre investieren, das heißt den Anlagezeitraum um ein Drittel verlängern, dann werden aus diesen 75.000 Euro 177.000 Euro als Betrag. Das heißt, deutlich mehr als das Doppelte für ein Drittel mehr Anlagezeit. Und das ist der Punkt, der mir sehr wichtig ist und was ich euch sagen wollte. Ihr seht, da macht sich dieser Zinseszinseffekt bemerkbar. Der kommt über die Zeit natürlich, und je länger ihr Zeit zur Verfügung habt, um Geld anzulegen, umso größere, teilweise gigantische Beträge könnt ihr mit der Zeit dann ansparen, über ein Investment zum Beispiel in Aktien, ETFs bis zur Rente. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr überhaupt was macht.
Und diese 176.000 Euro, die sind ja jetzt nur bei einer Anlagesumme, sage ich mal, von relativ bescheidenen 50 Euro im Monat. Ihr seid jung, wenn man jung ist, hat man meistens nicht so viel Geld, es sei denn, man hat vielleicht in eine reiche Familie hineingeboren, aber normalerweise hat man nicht so viel Geld, wenn man jung ist. Das Coole daran ist ja, dass ihr jederzeit später, wenn ihr einen guten Job habt, wenn ihr mehr verdient, diese 50 Euro Anlagesumme ja erweitern könnt auf 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro, ganz beliebig. Und ihr könnt euch dann selber ausrechnen, wie gesagt, ich stelle euch den Link für den Zinsrechner unten rein in die Beschreibung des Videos. Probiert es mal aus. Probiert mal aus, was das für gigantische Effekte hat, wenn ihr dann zum Beispiel über viele Jahre die 200 Euro im Monat anlegt und was ihr da für Riesensummen am Ende rausbekommt, bis, sag ich mal, bis wenn ihr 60 seid oder 65 seid und an die Rente denkt. Es lohnt sich wirklich und deswegen solltet ihr diesen Vorteil unbedingt nutzen. Und noch was, ich habe da auch schon mit Bekannten, Freunden drüber gesprochen, die jünger sind und die sagen, ja, das ist ja alles gut und recht, was du da sagst, aber warum sollen wir das machen? Wir genießen das Leben jetzt, wir sind jung und uns geht's gut und wir geben das Geld lieber aus. Ich sage ja auch nicht, dass man sich kasteien soll und sich nichts gönnen soll, aber ich denke, es gibt so viele unnötige Ausgaben, die man hat. Bei mir zum Beispiel war das früher, dass ich gern Sportwetten gemacht habe und dafür Sportwetten das Geld rausgeblasen habe, wobei ich jetzt im Nachhinein weiß, dass ich quasi da keine Siegchance gehabt habe. Ich habe ja da mal ein Video drüber gemacht und habe mich dann ja entschieden, dann mit, wie alt war ich da? Ich war schon 23, als ich wirklich angefangen habe, ernsthaft in Aktien einzulegen. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, aber ich war dann gleich sehr erfolgreich und habe viel Geld verdient. Aber egal, es lohnt sich wirklich. Und ihr sagt, okay, euch geht's gut, vielleicht ihr gebt das Geld lieber aus, aber was ist, könnt euch das nicht vorstellen, was ist, wenn ihr mal 60 seid oder 65 seid? Ich kann es mir schon eher vorstellen, weil ich bin jetzt 43 und ich weiß schon, dass man da körperlich langsam abbaut. Es ist wirklich so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich, wenn ich mal 60 bin, vielleicht froh bin oder 65, wenn ich dann sagen kann, okay, dank dieser Gewinne, die ich mit Aktien gemacht habe, dank des Vermögens, das ich angespart habe mit Aktien, kann ich vielleicht ein Jahr, zwei Jahre oder vielleicht sogar fünf Jahre früher aufhören mit Arbeiten und in Rente gehen, wobei ich keine Rente kriegen würde, aber egal, dann kann das was sein, was euch das Leben ungemein erleichtert und wo ihr dann, könnt ihr mir vorstellen, sehr, sehr froh sein wollt, wenn ihr diese Möglichkeit habt. So, das war jetzt ein bisschen persönlich und ein bisschen Predigt, aber es ist wirklich, meine ehrliche Meinung. Jetzt nochmal kurz zur praktischen Umsetzung. Wie könnt ihr das machen? Im Prinzip genau gleich wie das, was ich euch im letzten Video erzählt habe, am 18.07. Schaut einfach nach, Video vom 18.07. mit den 10.000 Euro. Es gibt genauso für ETFs auch monatliche Sparpläne. Und auch hier gibt es einen interessanten Link von der Seite justetf.com. Auch den Link stelle ich euch unten rein in die Beschreibung. Das ist übrigens ein Konkurrent von uns, Just ETF. Das heißt, nicht unsere Seite, wir haben da nichts davon. Wir haben auch kein Kooperationsabkommen, aber das ist echt gut. Und zwar auf der Seite werden die verschiedenen Angebote der Direktbanken verglichen bezüglich Sparplan. Das heißt also, was wurden für Kosten verlangt? Gibt es zum Beispiel ist so, dass man für jede monatliche Sparrate einen bestimmten Betrag dann einen Kosten hat, der an die Bank geht, oder ist es nicht der Fall? Das wäre ziemlich wichtig, zum Beispiel, wenn man einen 50-Euro-Plan macht, dass dann wirklich auch die gesamten 50 Euro in das Anlageprodukt, zum Beispiel in diesen DAX-ETF reinlaufen und nicht noch ein Teil davon an Gebühren weggeht. Und all diese Dinge wurden erklärt auf dieser Seite, wo die verschiedenen Angebote gegenübergestellt werden. Schaut mal rein, es ist auf jeden Fall sinnvoll als Anlaufpunkt, wenn ihr jetzt bisher überhaupt kein Depot habt und gar nicht wisst, wie ihr anfangen sollt mit der Geschichte, schaut da rein. Das wird euch auf jeden Fall weiterhelfen, dass ihr einen ersten Anlaufpunkt habt. Ansonsten, wenn ihr schon ein Depot bei einer Bank habt, dann erkundigt euch da mal. Das ist natürlich immer nur das Einfachste, wenn ihr extra ein anderes Depot eröffnen müsst, ein anderes Konto eröffnen müsst. Erkundigt euch mal da nach den Konditionen bei dieser Bank für Sparpläne. Vergleicht die dann vielleicht mit den Angaben, die auf dieser besagten Seite justetf.com sind. Und entscheidet euch dann, welchen Weg ihr gehen wollt.
wichtig ist, dass ihr überhaupt was macht. Das liegt mir wirklich am Herzen, das ist mir wirklich ein Anliegen. Je jünger ihr seid und je früher ihr anfangen könnt damit, umso besser, umso beeindruckender wird das sein, was am Ende dann, wenn ihr vielleicht in Rente geht, übrig bleiben wird. Und wählt den Betrag so, dass ihr wirklich sagen könnt, okay, egal was kommt, durch dick und dünn, diese 50 Euro oder diese 100 Euro, egal wie viel, wichtig ist, dass ihr das dann wirklich Monat für Monat und auch über Jahre hinweg machen könnt. Und zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt irgendwann mal vielleicht ein Haus kauft und eine Hypothek aufnehmt, dass ihr dann trotzdem die Möglichkeit habt, wenigstens diese 50 Euro oder 100 Euro in Aktien zu legen. So viel für heute. Ich melde mich in genau 3 Tagen wieder bei euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, bleibt mir gewogen. Bis bald. Euer Armin Brack.